Ein Ausflug aufs Land. 1933 in Do Damals lief alles über Fred. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Tommy, Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. So, hallo und recht herzlich willkommen zurück, ne, zu einer weiteren Folge. Jo. Hat der gute Herr Strauß etwas vor? Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen geschmierten Politiker. Er stürmte. Wir fuhren in die Vororte, um diesen Kerl zu schnappen. Die Straßenlampen lieferten nur schwaches Licht. Wir fuhren so gut wie im Dunkeln. Wir kommen zum Haus, sind bereit. Und dann kommt dieser große Blitz. Und für eine Sekunde im Vorgarten sehe ich diesen Kopf. Liegt einfach so da. Starrt. Am Hals abgetrennt. Ja, erzähl kein Mist. Ein paar andere Jungs waren schon vor uns bei dem Haus. Der Kerl hatte wohl mehr als genug Feinde. Den Rest von ihm haben sie nie gefunden. Schwachsinn. Ich schwör's. Tja. Hey Tommy, alles klar? Ja, klar. Ja, das aber okay. Ey, mit diesem langen Mantel, ey, der sieht immer stylischer aus, muss ich einfach sagen. Wie so ein richtiger Mafiosi. Ich finde das richtig cool. Ich liebe ja auch lange Mäntel, ne? Also, ich trage sie auch gerne. Herr Strauß. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind noch mal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Polly am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank, kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Illegale Lieferung. Hi. Später Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Wir sehen uns morgen. Okay. Nice. Was ist das für ein rotes Ding hier? Eine Sammelkarte wieder, ne? Ja. Super Science Stories. Aha. Super Wissenschaftsstories. Das ist eine scheiß Übersetzung. Hi, ich soll mir Knarren holen. Okay, dann keine Waffen.
Ja. Oh. Ja gut. Ich hoffe natürlich trotzdem, die Audio ist irgendwie halbwegs synchron jetzt immer noch. Weil Pikachu kommt in circa 20 Minuten wieder. Mit der Spurschleicher, Elender. Bing, bring, bring, Klingelton. Mensch, ist ja schon wie in Berlin hier, alle 3 Minuten irgendeine Straßenbahn. So, jetzt sind wir gleich bei Salieris Lagerhalle. So, da sind wir mit dem komplett kaputten Auto. Los, Tom! Hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Tut's ihm nicht. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Du Scheiße und selbstgebrannten. Eine ganz einfache Nummer. Mhm. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigi's kleinem Mädchen. Du bist lustig. Du schützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Paul. Ja, aber er hat recht. So. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Heiratet. Sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Ach ja. Was für Geschichten über ihren Paps zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh dich gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Hm.
Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Ja, bin ich dabei. Ja. Und falls Frank recht hatte, ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Nein, ich darf mich allein drum kümmern. Wie immer. One quarter out of work. Der Typ, der sich darum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Verwahrlost hier. Was denn das da? Wo zur Hölle versteckst du dich? Nein, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Geh da nicht hin. Jemand steht auf der Bremse, sonst würde das Bremslicht nicht so krass leuchten. Oh oh. Hey Kumpel. Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die Harte. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Hast du nicht. Ja, die Verstärkung kommt gleich, ne? Ich warte mal auf die Verstärkung. Nicht. Ist immer beim letzten. Der arme Kerl hat noch länger gelebt. Es ist immer beim letzten. Oder auch nicht. Es ist halt echt so. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Der Nadir. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch.
Gott. Das waren Cops. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Sie stehen auf Morellos Gehaltsliste. Bastard. Nicht mal das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Sam finden und verschwinden. Der hat so viele Menschen schon umgebracht. Ey, aber um solche Leute kümmert er sich? Ich verstehe es nicht. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von Kontrolle sein. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind die vom Osten PD Pazifisten. In der großen Scheune wahrscheinlich. Okay. Polizisten machen Morellos Drecksarbeit. Hab ich dich. Maschinenpistole. Ich will aber ungern tauschen. Die macht eigentlich schon gut Damage hier, die Schrotflinte. Kommt drauf an, wie viel die hat, ne? 14? Naja. Naja, gut. Ich nehme mal die Maschinenpistole. Schaden kann's nicht. So, was ist los, Jungs? Tommy, das musst du dir ansehen. Ach du Scheiße. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Arme Kerle. Sam, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Sam.
müssen zu ihm. Ja, so öffnet man aber kein Tor, wenn man dahinter vielleicht Gegner vermutet. Quatsch. Nein, nein, ich denke nicht. Okay, halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Da ist doch ein Medikasten da hinter dir. Wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Und ich darf mal wieder die Drecksarbeit erledigen, aber natürlich. Ja, ach, wirklich? Gott, tut das weh. Die sind alle tot. So, ich nehme mir nochmal ein bisschen Munition, wenn hier irgendwas rumliegt. So. Was ist mit dir? Oh Gott, ich sehe nichts. Scheiße! Wo ist der verdammte Truck? Scheiße, da sind Bullen! Okay, nice. Weiter geht's. Ja, nicht lang reden.
Ich brauch den Arzt, Polly. Ah, da kommen sie. Die Polizei kommt. Aber zu mir sagen, ich bin der bessere Fahrer. Interessant. Ach, das ist ein Panzerwagen. Ja, moin. Das ist ein Mörderding. Wo zur Hölle kommt der Truck her? Gute Nacht, Arschloch. Knallt die ab, da hoch. Los geht's hin. Haben wir sie abgehängt? Glaub nicht. Nein! Natürlich nicht! Ach so! Naja, immerhin sind wir wieder auf der Straße, ne? Naja, eher so semi, ne? Oh, da ist ja wieder der Panzerwagen. Was? Ja, unser Laster besteht aus Holz. Easy. Das ist doch unser Plan!
Entschuldigung. Ich reiße ein Buch auf und schreie es an. Okay, viel Spaß dabei. Naja, hat er ja so semi-gut funktioniert alles, ne? Unser Auto ist aber wieder repariert, das ist schön. Also, was habe ich verpasst? Ach, nur eine Schießerei. Sam wurde angeschossen. War das Sam? Ja, war? Ja. Pauli nicht, genau, Pauli hat uns mitgeholfen, Sam wurde angeschossen, wir wollten ein bisschen schwarzgebrannten holen, weil wir haben ja immer noch hier in Amerika Prohibition, also Alkoholverbot, und ja, dann, ja, jetzt fahren wir zu Sarah. Sarah sollte dir ja im Begriff sein, ansonsten viel verpasst hast du nicht. Gut, ist ja nicht viel. Genau. Die letzten 20 Minuten halt. Die Folge endet auch schon wieder. Wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Und ich hab immer noch meine Fahrkünste nicht verbessert. Liegt aber auch daran, dass das hier alles wie ein Stein fährt. Was ist denn hier? Was leuchtet denn hier so rot? Ach so, diese Puffwerbung hier. Ach ja, wie lange bist du heute in?
Boah, weiß ich nicht, wie lang man heute in ist. Also, das sind ja teilweise nur noch Trends von ein paar Minuten, ne? Also, ja, von daher schwierig, wie lange ich jetzt noch in bin. On. Ach, du kannst mich gerne anmachen, Pikachu. Ich kann dich auch gerne anmachen. Hi, Pikachu, na? Heute wieder Donnerblitz? Was? Und lässt es heute wieder krachen mit deinem Donnerblitz? Was? Jesus Christ. Yep, genauso geht's mir auch. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann würde ich mich verabschieden. Tschüss.